Konsequent sein. Warum fällt das als Chef so schwer? Was können Sie als Chef tun, um in Ihrem täglichen Handeln konsequenter zu werden? In diesem Video erfahren Sie, mit welchen 7 Tipps Sie als Führungskraft konsequenter werden. Bleiben Sie dran. Sie kennen das. Der Chef ärgert sich, die Unternehmensziele wurden mal wieder nicht erreicht, Beschlüsse nicht umgesetzt und Kundentermine nicht gehalten. Es reicht. Wir müssen auch umsetzen, was wir uns vornehmen. Wir müssen konsequenter werden. Ich als Chef muss auch konsequenter werden. Ab sofort werde ich konsequenter Ergebnisse kontrollieren und wenn nötig auch hart durchgreifen. Tja, die Mitarbeiter hören das und sie verstehen die Reaktion des Chefs auch. Inkonsequenz bedeutet schließlich Verschwendung. Inkonsequenz, das kann sich eigentlich kein Unternehmen langfristig leisten. Alle sind sich einig und doch, so nach einiger Zeit, da ist alles wieder wie zuvor. Der Chef hat sich zwar mehr Konsequenz vorgenommen, er schafft es aber nicht. Warum? Bleiben wir mal bei dem Thema Pünktlichkeit. Der Chef hat für 10 Uhr ein Meeting mit allen 8 Abteilungsleitern einberufen. Jetzt ist es 10.15 Uhr. Alle sind da, nur er nicht. Plötzlich öffnet sich die Tür des Besprechungsraums. Der Chef betritt abgehetzt den Raum und er entschuldigt sich kurz mit den Worten. Meine Damen und Herren, sorry für die Verspätung, aber ich musste noch kurz mit dem Meier die Produktionszahlen für morgen durchgehen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das hören? Vielleicht denken Sie sich, naja, das kenne ich. Als Chef habe ich auch immer viel zu tun. Da müssen die Mitarbeiter halt mal kurz warten. Dieses kurze Warten kann aber ziemlich teuer sein. In unserem Beispiel hier hat jeder der 8 Abteilungsleiter 15 Minuten untätig warten müssen. Bei einem, sagen wir, angenommenen Stundensatz von 150 Euro für jeden Abteilungsleiter hat der Geschäftsführer in diesen 15 Minuten 150 Euro mal 15 geteilt durch 60 mal 8 300 Euro verbraten. Ja, 300 Euro ist ja nicht so viel. Ich meine, die Besprechung mit dem Meier bezüglich der Produktionszahlen, die war wichtig. Entscheidend sind hier aber nicht die 300 Euro Verlust. Was? Entscheidend ist, dass der Geschäftsführer eine Vorbildfunktion hat. Wenn Sie als Geschäftsführer Pünktlichkeit von Ihren Mitarbeitern einfordern, und das sollten Sie meiner Meinung nach, dann müssen Sie selbst aber auch pünktlich sein. Und zwar ohne Ausreden. Wer Konsequenz fordert, muss als erstes mit sich selbst konsequent sein. Er muss die eigenen Regeln selbst auch einhalten und genau das tun und vorleben, was er fordert, was er sagt. Der Fisch, der stinkt immer vom Kopf. Konsequent sein heißt konsequent zu führen. Als Chef und Führungskraft müssen Sie konsequent führen. Was heißt das? Nun, Sie müssen Ziele richtig definieren und sie dann auch vernünftig mit den Mitarbeitern vereinbaren oder geeignete Maßnahmen daraus ziehen und die vereinbaren mit Ihren Mitarbeitern. Damit Ihre Mitarbeiter diese Maßnahmen auch umsetzen, müssen Sie deutlich machen, dass Ihnen die Ergebnisse auch wichtig sind. Wenn Sie die Ergebnisse nicht kontrollieren, dann kann durchaus auch der Anschein entstehen, dass Ihnen die Ergebnisse und auch die dafür notwendigen Arbeiten, die Ihre Mitarbeiter machen, egal sind oder zumindest nicht sehr wichtig. Ihre Mitarbeiter, die verhalten sich dann entsprechend. Das ist fatal. Entschuldigen Sie bitte, aber sollten Sie nicht eigentlich arbeiten? Was? Ja, was denn? Der Chef kontrolliert unsere Arbeit doch sowieso nie. Da schreibe ich lieber meinen Bekanntschaften auf Tinder. Oh, cool. Wieder ein Match. Ich sagte ja, fatal. Ich gebe Ihnen hier mal meine 7 Tipps, wie Sie es schaffen, konsequenter zu führen. Erstens, sehen Sie jede Ihrer Zusagen als ein Ehrenwort. Wenn Sie sagen, dass etwas wichtig ist, dann müssen Sie es auch tun. Ihre Taten müssen Ihren Worten folgen. Sie haben da eine Vorbildfunktion. Es sind häufig die kleinen Dinge, die zählen. Halten Sie Ihre Termine und Ihre Zusagen ein. Egal gegenüber wem und egal wie vermeintlich unwichtig Ihnen diese Zusagen auch scheinen mag. Sie haben sie schließlich freiwillig gegeben. Keiner hat Ihnen die Pistole auf die Brust gesetzt, oder?
Chef, Sie wollten mir doch noch gestern auf meine E-Mail wegen des Urlaubsantrags antworten. Sie wissen ja, ich müsste das wissen, damit ich noch rechtzeitig buchen kann. Mensch, Meier, Sie wissen doch, dass ich als Chef immer viel zu tun habe. Ich antworte Ihnen später schon noch. Wenn Sie Ihrem Mitarbeiter sagen, Sie schicken ihm die E-Mail am Mittwoch, ja, dann darf Ihr Mitarbeiter die E-Mail nicht erst am Donnerstag erhalten. Nehmen Sie jede Ihrer Terminzusagen ernst. So ernst wie ein Ehrenwort. Ich meine, Sie wollen doch nicht dafür bekannt sein, dass man Ihrem Ehrenwort nicht vertraut. Oder? Seien Sie konsequent. Nummer 2. Fokussieren Sie. Fordern Sie nur, was wirklich wichtig ist. Wenn der Chef sich vornimmt, konsequenter zu werden, dann will er diese Veränderung sofort. Er verändert sein Verhalten und will, dass die anderen sich ebenfalls sofort ändern. Das funktioniert aber so nicht. Es braucht Zeit, bis alle mit ins Boot kommen. Die neuen Spielregeln müssen nicht nur gehört und verstanden, sondern auch gelernt und akzeptiert und umgesetzt werden. Meier, ab sofort informieren Sie mich einmal wöchentlich über alle laufenden Projekte. Die Deadlines, die dürfen nicht jedes Mal überschritten werden. Das wird sich ab sofort ändern. Ihre Mitarbeiter brauchen Zeit, um zu lernen und zu erkennen, dass Ihre Verhaltensänderung ernst gemeint und nachhaltig ist. Ja, ja, der Chef wieder mit seinen Ankündigungen. Morgen hat er das sowieso dann schon wieder vergessen und dann läuft alles so weiter wie bisher. Deswegen überfordern Sie nicht sich selbst und auch nicht Ihre Mitarbeiter. Verändern Sie nicht alles auf einmal, sondern gehen Sie die Dinge an, die wirklich wichtig sind. Vielleicht auch nur eine Sache und verändern Sie diese erstmal. Nennen Sie diese wichtigen Dinge aber beim Namen und zeigen Sie dort Konsequenz. Verzetteln Sie sich aber nicht bei unwichtigen Kleinigkeiten. Meier, ab sofort leeren Sie Ihren Mülleimer täglich aus. Hier muss es ab sofort ordentlich aussehen. Ich werde das jeden Tag, kurz vor Feierabend, kontrollieren. Chef, sollten wir uns nicht da lieber um die steigende Anzahl der Kundenbeschwerden kümmern? Nix da, Meier. Ein Problem nach dem anderen. Ein sauberes Büro ist ein effizientes Büro. Drittens, halten Sie Vereinbarungen schriftlich fest. Wenn Sie Vereinbarungen treffen, Termine vergeben oder Maßnahmen festlegen, dann schreiben Sie es auf. Das muss kein umfangreiches Protokoll sein. Eine kurze E-Mail mit dem Ergebnis reicht völlig aus. Ja, Meier, wie schaut's denn mit den Umsetzungsmaßnahmen aus? Konnten Sie da schon ein paar Dinge in die Wege leiten? Chef, ich weiß da gerade nicht genau, was Sie meinen. Aber Meier, das haben wir doch letzte Woche im Meeting besprochen. Ach so, ja, ich dachte nicht, dass das verbindlich ist. Denn in der Vergangenheit haben wir das ja auch nie wirklich dann umgesetzt. Viertens, definieren Sie Ziele und Maßnahmen nachprüfbar und glasklar. Von qualitativen Zielen geht eine große Gefahr aus. Also Ziele wie, wir müssen unsere Kommunikation verbessern. Wir müssen unsere Angebotsquote erhöhen. Das bringt nichts, wenn sie nicht quantifiziert werden oder wenn nicht zumindest Maßnahmen und Aktionen mit Terminen und Verantwortlichen daraus abgeleitet werden. Allgemeine Aufrufe, zum Beispiel zu mehr Kundenorientierung oder Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, das ist Blabla. Die gehen im operativen Tagesgeschäft ganz einfach unter. Der Chef, der muss darauf achten, dass glasklar definiert ist, wer was bis wann macht. Okay, jetzt wo auch alle da sind, kann ich ja auch anfangen. Meine Herren, Ihre Verkaufszahlen, die sind rückläufig. Da muss jetzt was passieren. Das ist Ihnen hoffentlich klar. Ihre Aufgabe ist es, da dagegen zu wirken. Das muss besser werden. Das muss besser werden. Also arbeiten Sie dran und dann kriegen wir das auch hin. Wissen Sie, was der Chef genau will? Keine Ahnung. Fünftens, planen Sie Termine für Kontrollen lange im Voraus. Der Chef, der muss regelmäßig kontrollieren, ob Grenzen und Regeln eingehalten werden und ob Milestones und Ziele, zum Beispiel in Projekten, wirklich erreicht wurden. Hierzu ist es hilfreich, sich geeignete Strukturen aufzubauen, um eigene Inkonsequenz und Ineffizienz zu beseitigen. Ein Problem ist da häufig, dass der Chef regelmäßige Kontrollen zwar als wichtig, nicht aber als dringend einstuft. Ein Kundenanruf hingegen oder das Problem in der Produktion, das ist jetzt, das ist dringend. Sie tauchen plötzlich auf. Sind diese Störungen auch wichtig? Manchmal ja, manchmal nein. Wichtiges hingegen wie Kontrolle
hat keine Dringlichkeit und fällt deswegen häufig unter den Tisch. Chef, es gibt ein Problem in der Fertigungshalle 2. Eine Taubenfamilie hat sich dort eingenistet und, was soll ich sagen? Also, die kacken alles zu. Was? Wie konnten sich denn Tauben in der Halle einnisten? Na, ich kümmere mich drum. Ja, Frau Müller? Ja, sagen Sie bitte meine Projektbesprechung mit den Abteilungsleitern ab, ja? Ja, ich muss mich hier um Taubenkacke kümmern. Sie können das verändern, indem Sie Wichtiges wirklich dringend machen. Wie? Vergeben Sie Termine für wichtige Dinge. Und zwar bereits Monate im Voraus. Planen Sie beispielsweise einmal im Monat eine Besprechung, zu der Sie sich über Projektfortschritte, Abteilungsziele und Ähnliches berichten lassen. Legen Sie bereits am Anfang des Jahres alle Termine für diese wichtigen Sitzungen fest. Weisen Sie Ihre Sekretärin, Assistentin oder wen auch immer, mit dem Sie arbeiten, darauf hin, dass diese Termine wirklich nur im Notfall verschoben werden sollten. Diese Sitzungen müssen zu einer Gewohnheit für Sie werden. Dann haben Sie einen großen Schritt in Richtung konsequente Führung gemacht. Sechstens, legen Sie Sanktionen fest für Terminüberschreitungen. Besprechungstermine müssen pünktlich beginnen. Damit alle Beteiligten das lernen und sich das bei allen Teilnehmern auch als wirkliche Gewohnheit herausbildet, übrigens auch bei Ihnen, stellen Sie beispielsweise bei jeder Besprechung ein Sparschwein auf. Und Sie vereinbaren mit Ihren Mitarbeitern, jeder Mitarbeiter, der zu spät kommt, muss 1 Euro pro Minute einwerfen. Sie als Chef, Sie werfen aber 5 Euro pro Minute ein, wenn Sie zu spät kommen. Am Ende des Jahres wird der Inhalt des Sparschweins dann an eine gemeinnützige Organisation gespendet oder Sie gehen mit dem ganzen Team Pizza essen. Sie werden erstaunt sein, wie schnell Sie und Ihre Mitarbeiter sich daran gewöhnen, pünktlich zu kommen. Gerob, jetzt übertreiben Sie mal nicht. Wieso denn übertreiben? 5 Euro pro Minute? Geht's noch? Sie wissen doch selber, wie viel man als Chef zu tun hat. Da kann's doch mal zu Verspätungen kommen. Wenn Sie konsequent sein wollen, dann müssen Sie auch pünktlich sein. Auch und vor allem als Führungskraft. 5 Euro pro Minute, der hat's doch nicht mehr alle. Siebtens, Erfolge feiern. Wenn Ihr Team und Sie wichtige Ziele erreicht haben, dann feiern Sie. Das muss nicht teuer sein. Das kann ein gemeinsames Abendessen beim Italiener sein oder aber auch ein Schokoladenkuchen, den Sie Ihrem erfolgreichen Team zur Besprechung mitbringen. Das Feiern von Erfolgen stärkt nicht nur den Teamgeist. Vielmehr führt es auch dazu, dass Sie und Ihre Mitarbeiter positive Erlebnisse mit dem konsequenten Kontrollieren und dem konsequenten Vorgehen verbinden. Probieren Sie es mal aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst.